Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird endlich wieder gespielt. Aber bevor wir loslegen, einmal erstmal den Gewinner vom letzten Spielevideo. Das ist, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, das ist tatsächlich ein Mann. Die haben wir leider hier ganz selten. Ich hoffe natürlich, dass noch ganz, ganz viele Männer hier mitmachen werden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, aber auf YouTube heißt er Nikolaus21. Und mit ihm habe ich auch schon geschrieben und ihm habe ich auch schon was zugeschickt. Und ja, und das Zweite, was ich verkünden wollte, ist, und zwar ist das Spiel hier bei euch so gut angekommen, das Ernte dich reich mit den ganzen, wie heißen das, Kärtchen, mit den ganzen Gemüsekärtchen. Und ich wurde darum gebeten, dass ich so ein Obstspiel herausbringe. Und witzigerweise hatte ich das sowieso schon gemacht gehabt. Ich habe es nur noch nicht fertig gemacht gehabt, weil ich nicht wusste, wie es bei euch ankommt. Aber ich habe es jetzt getan. Und zwar darf ich vorstellen, der Obstgarten. Ich wollte nicht so viel Schnickschnack mit wieder reich und sparen und Budget. Ich dachte, der Obstgarten hört sich schön an. Genau, das sieht so aus. Das ist mal eine andere Farbe. Und ich finde irgendwie, fragt mich nicht wieso, aber zu Obst passt ziemlich immer so dieses Sommererfrischende, dieses, ach, keine Ahnung, Gelb von der Sonne, rötlich, orange. Und das hat für mich perfekt dazu gepasst. Und die Kärtchen, die ihr euch gewünscht habt, sind natürlich wieder dabei, wie ihr hier sehen könnt. Also da sind hier so einige. Dieses Mal sogar ein Kärtchen mehr. Also könnt ihr euch dann in Ruhe mal anschauen. Das ist auch schon auf Etsy. Das ist der Link verlinkt. Also den Link habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und natürlich dazu laminiertes oder laminierten Spartracker. Wie immer, ihr könnt entscheiden, ob ihr das laminiert alles haben wollt oder da gibt es ja verschiedene Optionen. Dashboards habe ich mittlerweile auch erstellt. Wenn da Interesse ist, schreibt mir das gerne. Und was ich noch gemacht habe, ich habe ganz, 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 ganz dünne, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, ganz dünne Magnete bestellt. Das erkennt man leider jetzt nicht so gut, weil mein Handy nicht fokussieren will. Aber das bedeutet, ich schicke euch diesmal wirklich ganz dünne. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wirklich, ja, das sieht man hier. Also, die sind viel besser, finde ich. Am Anfang habe ich die irgendwie zu dick bestellt gehabt, aber wer jetzt bestellt, kriegt dazu noch so ganz dünne. Ich freue mich extrem über mein Spiel. In der ersten Woche wieder, wie letztes Mal, ich wollte das jetzt nicht anders machen, gibt es wieder 10% auf das Spiel. Also zugreifen, solange darauf Prozente sind. Und weil ich endlich die 1000 Verkäufe geknackt habe, also beziehungsweise 1000 Artikel verkauft, habe ich mir überlegt, ich habe ein paar Sachen reduziert, wie die Umschläge. Auf die Umschläge, wenn ihr wieder welche braucht, gibt es 50%. Und auf so Sticker habe ich auch nochmal 50%. Und wenn Interesse an Beinen dann besteht, da gibt es auch nochmal Prozente. Einfach als Dank, weil ich so viele Bestandskunden und Kundinnen habe und ich total dankbar dafür bin. So, jetzt aber nicht so viel reden. So, der Tracker kommt hier rein. Ihr wisst, eigentlich könnt ihr auch alles in einen Umschlag machen. Für mich ist es einfach übersichtlicher, wenn es in zwei ist. Die große Frage aller Fragen ist eher, werde ich es ja noch zukriegen? Oh, schaut mal, ich liebe diese Farben. Schaut mal. Oh, so schön. Jetzt haben wir dann hier auch noch dieses Gelb dazu und. Ach, ich liebe es. Mal nebenbei, diesmal ein bisschen anders die Story. Diesmal, also es muss ein bisschen was anderes werden, weil hier hatte ich auch einen Gärtner und Grillparty und so weiter. Das habe ich natürlich komplett verändert. Also hier ist steckt eine andere Story dahinter, damit es ein bisschen anders wird. Und die Beträge aber sind alle immer noch zwischen 1 und 5 Euro, weil ihr euch das so gewünscht habt, weil ihr gesagt habt, wenn ihr mal mehr sparen wollt, würfelt ihr einfach zwei, dreimal mehr. Also ja, genau. Deswegen, ja, ich freue mich total. Kennt ihr das? Wenn man sich über sein eigenes Spiel extrem freut. Ich habe gestern die ganze Nacht daran gearbeitet, weil ich so Lust darauf hatte, dass ich das endlich auch spielen kann. Und ich habe mich entschieden, sowohl Ernte dich reich als auch der Gemüsegarten sind beide für meinen Notgroschen. Ich möchte nämlich einen guten Notgroschen aufbauen. Da könnt ihr mir gerne auch unten in der Infobox aufschreiben, ob ihr auch einen Notgroschen gerade aufbaut und wenn ja, wie hoch soll er denn sein? So, und wir wechseln hier mal die dicken. So, die dicken, seht ihr das? Warte mal, ich zeige euch mal gleich ein Beispiel. Schaut mal, im Vergleich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, der Vergleich. Ja, das fokussiert leider nicht, aber auf jeden Fall jetzt viel dünner. Und ach ja, und der liebe Nikolaus21 hat sich dafür entschieden,
für Blumen-Emojis. Also hinterlasst gerne Blumen-Emojis, wenn ihr wieder dabei sein sollt bei der Verlosung oder beziehungsweise dabei sein wollt bei der Verlosung. Egal was für Blumen, hinterlasst gerne Blumen. Und ich sage euch jetzt schon, ich glaube, der Bein da geht nicht mehr zu. Nicht so richtig, ne. Also es muss ein neuer Bein daher, würde ich mal behaupten. Wir fangen mal direkt an. Und zwar nur einmal. So, da haben wir die Papaya. Ich wollte auch mal so Obst haben, was man nicht so immer hier unbedingt hat. So, jetzt suchen wir mal die Papaya. Hier, da haben wir sie. Und wir müssen sie einpflanzen. Das kostet mich 2 Euro. Ich wusste gar nicht zuerst, ob ich überhaupt das Spiel rausbringen soll oder ob ich es nur für mich machen soll. Aber nachdem ich so oft gefragt wurde, dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, eigentlich habe ich an einem anderen Spiel gearbeitet. Aber das war schon fast fertig, weil ich das Ernte dich reich und das hier eigentlich fast gleichzeitig bearbeitet habe. So, plus 2 Euro. Dann haben wir hier insgesamt 2 Euro. So. Ich liebe diese Farben. Ich glaube, ich muss diese Nupsis hier auch wieder wegmachen. Kriege ich das einfach so ab? Ja. Machen wir das nämlich so, weil wenn die Dinger hier dran sind, dann kriegt man den Bein da erst recht nicht zu. Das mache ich jetzt hier auch. Lass mal auch mal. Kriege ich das auf? Kriege ich das auf, Leute? So, die sind weg. Besser so, denke ich mal. So, dann geht's weiter mit meinem Ernte dich reich. Da würfeln wir mal. Komm, nehmen wir die gelb. Eine 2. Wo sind wir denn? Wir sind beim Chili. 2. So, das müssen wir hier umdrehen. Kaufe Futter für deine Fische in Höhe von 4 Euro. Wir haben hier nämlich einen Teich. Dann nehmen wir mal 4 Euro. Wie viel haben wir denn schon drin? 13. Jetzt gucken wir mal, ob ich das irgendwie retten kann. Seit 17 habe ich hier 5-Euro-Schein. Ja. Machen wir das mal ein bisschen anders. Dann nehme ich hier 1 Euro raus. Mach 5 Euro rein. Dann haben wir plus 4. Dann sind es 17 Euro. Und mal nebenbei, das habe ich ja schon erwähnt, die Beträge sind absichtlich eher ein bisschen kleiner gehalten. Wenn ihr mehr sparen wollt, keine Ahnung, für den Urlaub zum Beispiel oder sonstiges, dann einfach mehrmals würfeln. So, Healing Stones. Oh, Leute. Voll Leute, Aufregung, dass ich endlich mein Spiel hier veröffentlichen konnte. Habe ich das hier vergessen? Das muss natürlich ausgefüllt werden. Wir haben das Ernte dich reich, waren 4 Euro. Und da ich das neue Spiel noch nicht da hatte, schreiben wir unten wieder einen Obstgarten. Und das waren wie viel jetzt? Obstgarten waren 2 Euro. In der zweiten Woche. So, es muss ja alles so schön aussehen. So, dann geht's weiter. Hier ist leider ein riesiger Magnet, den ich aber nicht wechseln möchte, weil da ist so ein schöner Edelstein oder was auch ist drauf. So, wir nehmen lila passend dazu. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Das sind 3 Euro, die ich sparen soll. Ich meine, das ist für den Black Friday. Ja, das ist für den Black Friday. Achso, das haben wir ja hier noch nicht benutzt. Wir wollen ja hier die hier erstmal. Also ich muss nur noch 2 Wochen spielen und dann habe ich den Tracker ja voll, dann kann ich die Originale benutzen. Ihr wisst ja, ich versuche die hier gerade ein bisschen aufzubrauchen. So plus 3 Euro, das heißt 119 Euro. Also 3 habe ich, dann nehmen wir die doch. So. Dann geht es weiter mit
Die der nie endenden Geschichte, das ist für die Steuer. Eigentlich brauche ich noch mehr Spiele für Notgroschen und Steuer. Aber erstmal vergnügen wir uns mit dem, was wir haben. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Ihr habt ja gesagt, ich soll nicht immer alles vorlesen, vor allem nicht, wenn das so viel ist. Und daran halte ich mich jetzt auch. Hier steht. Also die sind verschmutzt und die Reinigung, die kostet dich 3 Euro. So, Bücher reinige ich sehr gerne. Aber ich habe kein Kleingeld. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Ich glaube, letztes Mal habe ich es hier nicht eingetragen. Kann das sein? Oder musste ich da aussetzen? Nee, ich hatte hier 7 Euro. Das habe ich vergessen, wohl einzutragen. Und das ist euch nicht aufgefallen. Oder ist es euch aufgefallen und ihr wart so nett und habt es mir schon hingeschrieben. So, was waren das jetzt? 3 Euro. Sind 96 Euro. Jetzt ist die Frage, hatte ich auch vergessen, das Geld reinzumachen oder? Nee, das sieht nach 93 aus. Jetzt muss ich noch 3 Euro reinmachen, da ich keine habe, nehme ich hier meine Fälschungen. So, das waren 3 Euro nochmal. Die Märchenreise ist auch für die Steuer. Nehmen wir nochmal Pink. Eine 1. Und wir sind ja auf dem gläsernen Schuh. Hier wechsle ich mal auch den Magneten. Vielleicht geht ja dann das hier zu. So. Der gläserne Schuh will mir sagen, und das sehe ich direkt. Damit sie bei der Fee keine 4 Euro Strafe zahlen muss, schenkst du ihr diesen Beitrag oder Betrag. Also wir schenken 4 Euro, ja, Aschenputtel. Also ich glaube, das muss man echt vorlesen, weil es eher klein ist. Also Aschenputtel hat ihren Schuh verloren. Damit sie bei der Fee keine 4 Euro Strafe zahlen muss, schenkst du ihr diesen Betrag. Und das machen wir natürlich auch. 4 Euro. Dann müssten 54 Euro drin sein. Und wisst ihr was? Ich hole jetzt mal ein bisschen Kleingeld. So, ich habe mal ein bisschen Geld gewechselt. Jetzt kann ich auch nämlich die 4 Euro nehmen und hier reinmachen. Und Leute, ich muss mir tatsächlich ein neues Handy holen, allein schon deswegen, weil mein Speicherplatz einfach voll ist. Das heißt, ich kann immer nur ein Video drehen, das muss ich dann hochladen, dann muss ich es löschen und damit ich überhaupt das nächste Video drehen kann. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich weniger drehe, weil eigentlich würde ich jetzt im Anschluss direkt noch weiter drehen wollen. So, hat man schon die Zauberreise? Nein, aber hier kommt auch ein Magnet. Also die dünnen Magnete sind auf jeden Fall angenehmer, weil die dünner sind, also die dünner sind und dann der Bänder nicht so dick ist. Aber die großen lassen sich irgendwie für mich leichter verschieben. So, dann nehmen wir dieses ganz zart rosa, das passt ja nicht so dazu. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spare 3 Euro. Das ist, diese Woche ist eine 3-Euro-Woche wohl. Dann ist ja gut, dass ich hier ein bisschen Geld gewechselt habe. Oh, 51. Ah ja, mir fehlen noch 1 Euro. Das war jetzt für die Freizeit. Plus 3 Euro. Das ist hier für die Bettwäsche. Mein Vater hat mich neulich angerufen und gesagt: Hast du nicht gesagt, du bräuchtest Ge Bettwäsche? Bei Aldi gibt es gerade irgendwie richtig gut. Und dann dachte ich mir: ein bisschen blöd, weil gerade kann ich das nicht, weil ich gerade erst dafür spare. 1, 2, 3, 4, 5.
Würfle noch einmal, das ist nämlich bei Start. Eine 3. 1, 2, 3. Wir sind auf dem süßen Pinguin gelandet. Und der Pinguin, versteht der Pauls, Papa macht ihm Mut und sagt, sei immer hilfsbereit und freundlich, dann wirst du viele Freunde finden. Paul bekommt 5 Eistaler Taschengeld für die Reise. Das sind 5 Eistaler, sind 5 Euro. Sehr gut, das ist auch gut, dass man ein bisschen mal mehr reinkommt. Was ihr mir auch noch geschrieben habt, ist Action. Also jemand hat mir geschrieben, er hat von Action die Bettwäsche, die soll auch ganz gut sein. Ach genau, Leute. Ich hatte mich doch letztes Mal, hatte ich euch gefragt, ob es okay für euch ist, wenn ich hier 50 Cent mehr reinmache, weil ich mag so krumme Beträge nicht. Und dann habt ihr gesagt, natürlich, das ist doch dein Budget. Also machen wir das jetzt auch so. Also es waren 30 drin. Wir machen mal hier nochmal. Ist blöd jetzt, aber hier. Das habe ich jetzt nicht oben eingetragen. Dann haben wir hier erst einmal 34,50 € 35 Euro, weil es hat mich so gestört. So ein Fünfer habe ich hier nicht, oder? Ja, wir machen es anders. So. Nicht vergessen, Blumen-Emoji zu hinterlassen, um an der Verlosung teilzunehmen, und natürlich, um mich zu unterstützen. Und auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Das sind alles Dinge, womit ihr mich unterstützt auf meiner kleinen Reise auf YouTube. So, das hier ist für die Haftpflicht. Dann, ich glaube, habe ich hier ein Dunkelblau gerade. Dann nehmen wir doch Rot, ist in Ordnung. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Und ich sehe hier schon auf einen Schlag. So kommt ihr 2 Felder weit. Ah, nee, das müssen wir jetzt in die Krake. Octavia bietet an, euch mit ihren 8 Armen wie eine Schiffsschraube schneller schwimmen zu lassen. So kommt ihr 2 Felder weiter. Gebt ihr dafür 2 Euro. Erstmal die 2 Euro. 1, 2. Und dann müssen wir nochmal 2 Euro anscheinend sparen. Das sind insgesamt 4 Euro. Und ihr habt mir geschrieben, Tesafilm soll ich hier an den Seiten machen. Das habe ich schon mehrmals gehört. Ich muss nur dazu kommen. Leute, ich muss dazu kommen. Ihr habt ja gesehen, wieder ein neues Spiel rausgebracht. Ich beantworte alle Kommentare mittlerweile, weil es mich, boah, das motiviert mich so sehr, dass ihr meine Videos kommentiert. Ihr habt ja gemerkt, seitdem ihr meine Videos kommentiert, es kommen viel mehr Videos von mir. So 2, 3 auf jeden Fall die Woche. Und ich kommentiere alles und ich bringe auf einmal auch Spiele raus und bin viel aktiver. Also es motiviert auf jeden Fall, wenn man sieht, wie viele Menschen hinter einem stehen. Das ist so, so schön. Das war ja auch der Grund, warum ich dann am Ende gesagt habe, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall dann auch jede Woche was verlosen. Ne, das waren 4 Euro. Das waren 4 Euro. Und Leute, seht ihr das? Es geht nicht. Ich habe hier zwar noch einen dicken. Ja, aber es wird trotzdem nicht funktionieren. Also es liegt leider nicht unbedingt an den Magneten. Einfach ein bisschen weniger Spiele oder einfach mehr Binder. So. Wo ist denn der? Leute, habt ihr das gesehen? Der ist irgendwo hingelandet, wo er nicht landen darf. Hier. Eieiei. Ach nee, das ist er gar nicht. Der ist irgendwo verschwunden. Ich sehe den sogar. Ah! Der ist hier. Okay, wir müssen hier mal kurz pausieren. So, Leute, ich hab ihn. Und jetzt schnell da dran. So. Aber wie ihr seht, es hat nichts damit zu tun. Ich brauche einen neuen Binder, Leute. Ich habe ja hier die 2. Ihr müsst mir mal schreiben, was würde jetzt. Gibt es noch so glitzernde in einer anderen Farbe? Ich glaube, es gibt Silber, aber ich weiß nicht, ob das hier zu so meiner Sammlung passt. Egal, wir machen weiter. Die Baby-Challenge. Wenn was vom Babygeld, also vom Eltern, von den variablen Kosten übrig bleibt, kommt sie auf jeden Fall rein. Tetris. Tetris.
Oh, ich glaube, Tetris setze ich mal diese Woche aus. Wir machen weiter mit der Schatzinsel für Beauty. Kann ich gut gebrauchen. Wir nehmen jetzt mal Orange. Eine 6. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spare 2 €. Oh, brauche ich nicht. Wir machen das gleich anders. Das wird nämlich hier zu 65. Ich müsste hier 3 € eigentlich rausnehmen. Ja. Und so. Ich wollte eigentlich direkt in diesem Video noch die ganzen Binder zählen, aber so viel Speicherplatz habe ich nicht. Also werde ich das Video hochladen und dann nochmal ein neues. So. Es geht weiter. Das ist ja auch mein Spiel. Das war das allererste Spiel, was ich rausgebracht habe. So, wir sparen hier für den Urlaub. Wir nehmen hier mal Gelb. Für die Sonne, für den Strand. Ach so, nee, hier wird gar nicht gewürfelt. Sorry, Leute, es geht hier immer einfach nur weiter. So, hier würfle dreimal und addiere die Augenzahl, spare die Summe. Wir haben hier einmal eine 4. Eine 2 und eine 4. Das heißt, es sollen insgesamt genau 10 € werden. Und ich mache das anders. Ich glaube, ich mache das so. Eigentlich wollte ich die Quersumme davon machen. Das ist ja natürlich jetzt blöd. Ne, wir machen das mal nochmal. Ich will gerne die Quersumme. 2 plus. Ach, das geht gar nicht so wirklich. Oder? Oder? Ach. Ne, wir hatten noch. 442, oder? Leute, jetzt bin ich komplett durcheinander. Nein, weil wisst ihr, was ich mache? Ich werde dann nicht so viel sparen und statt dreimal mache ich nur einmal. So, eine 5, das passt mir ganz gut. So, jetzt haben wir es endlich. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch nicht so viel dafür sparen, solange ich noch kein Gehalt habe, aber ein bisschen was soll schon rein. Und 5 € sind vollkommen in Ordnung. Dann haben wir 135 € drin. So, hier kann ich nichts mehr wechseln, dann machen wir das so. Also Urlaub könnte ich echt gebrauchen. Aber ist leider dieses Jahr nicht drin. Ohne Elterngeld, ohne Gehalt. Und mein Mann ist zurzeit in der Probezeit, der hat einen neuen Job und da kann er auch nicht einfach so kurzfristig wieder Urlaub nehmen. Eine 1 bei Super Mario oder Super Spario spare ich fürs Auto. Da sind wir auf dem Stern gelandet und der Stern sagt, der Stern verleiht dir Superkraft, würfle zweimal und spare die gewürfelten Augenzahlen. Oh, schon wieder. Eine 2 und eine 2. Also sparen wir 4 €. Ich hätte niemals gedacht, dass mir YouTube irgendwann mal, also dass ich überhaupt mal YouTube mache und dass es mir überhaupt mal so Spaß macht, hätte ich wirklich niemals gedacht. Das liegt aber wirklich auch an euch. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich es so lange durchhalte, aber ihr motiviert mich wirklich so sehr. Wie viel haben wir hier drin? Ne, 85, das geht noch nicht. So, jetzt schauen wir mal, ob ich bei Sommergelüste, das ist ja für meinen Notgroschen, ob ich endlich mal auf eine Erdbeere komme. Da müsste ich eigentlich hier drauf. Ich müsste 1, 2, 3, eine 3 würfeln. Leute! 1, 2, 3. Sorry für den Anfall, aber oh mein Gott, ich freue mich so sehr. So. Ich darf ein Kärtchen ziehen. Ihr wisst ja, ich habe es mit Kärtchen. Ich liebe Kärtchen. Deswegen habe ich ja auch mein Spiel mit Kärtchen rausgebracht oder beide Spiele. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber auf das neue Spiel von mir gibt es die erste Woche 10%. Also zuschlagen. Und wir machen mal so. Ich darf jetzt eins ziehen. Und ich ziehe das da. Yes! 4 Erdbeeren. Ich glaube, das ist auch so das Höchste, was man haben kann, oder? Ja, ich meine ja. 4 Erdbeeren konnte ich schon sammeln. 4 Erdbeeren.
Eigentlich möchte ich es irgendwo notieren. Eigentlich möchte ich es irgendwo notieren. Dann machen wir das doch mal hier auf der Rückseite. Ach, wir machen es einfach hier. Vier Erdbeeren. Das heißt, wir haben nichts gespart, aber vier Erdbeeren gesammelt fürs nächste Mal. Endlich. Und der Nupsi geht ja auch ab. Oh, so. Kissen Challenge sparen wir. Machen wir hier. Für meine Geist Challenge sparen wir 1 Euro. Und bei Kaffee und Tee, das nehme ich hier von unserem gemeinsamen Geld. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, eine 5 und eine 4, also einmal 2 Euro. Kommt 2 Euro rein. Sehr gut, dass da ein bisschen mehr reinkommt. Wir wissen ja alle, dass so das Kaffeeservice nicht gerade günstig ist. Es kommt natürlich immer darauf an, was man kauft. Ich will jetzt auch nichts übertrieben Teures. Aber ich kann es gut gebrauchen. Seht ihr? Zu viele Spiele. Es schreit nach einem neuen Binder, Leute. Wenn ihr irgendwelche guten Binder habt, sagt mir Bescheid, dann werde ich es mir mal anschauen oder schickt mir den Link. So, jetzt rechnen wir kurz das hier alles zusammen. Wäre schön, wenn ich meinen Taschenrechner finden würde. Irgendwo habe ich den hingetan. So, wir haben 1, 2, 3, 4. 4 mal die 3 sind 12, plus 4 sind 16, plus hier 9, plus, machen wir mal hier 7, 4, 5, 6, 7. Das sind 39 Euro. Wow, diesmal ein bisschen weniger als sonst. Stimmt das? Ah, plus 2. Das muss ich hier nochmal machen. Ich mache einfach so plus 2 Euro. Also 41 Euro. Aber wisst ihr was? Für Blöde nochmal, wie immer. Ja, stimmt. Plus nochmal die 2 sind 41 Euro. Das heißt, ich habe diese Woche 41 Euro gespart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich schaue jetzt, dass ich hier unbedingt neue Binder finde. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Das kann so nicht mehr bleiben. Ich suche nach neuen Bindern und ihr könnt gerne auf meinem Etsy-Shop stöbern und schauen, was es so bei mir sonst noch gibt, außer diese Spiele. Wie gesagt, einiges ist noch reduziert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.